Ja, hallo ihr Lieben aus dem schönen Brandenburg. Es ist der Abend vor Vatertag und ich habe ein bisschen Zeit und habe überlegt, ich werde in den Vatertag hinein feiern, werde einen Overnighter machen und dazu ordentlich Buschkraft, etwas Schönes kochen. Was verrate ich euch später und ja, habe auch ein paar nette Getränke mit bei. Ja, und ansonsten habe ich vor, mein neues Zelt zu testen. Ich habe ein Zelt bestellt, ein Einmannzelt, Tunnelzelt Schwarzenberg von MFH. Und es hat bei Flecktarn 35 Euro gekostet, ansonsten hätte man es noch preiswerter haben können. Ja, und ich will das einfach mal testen. Vom Packpass her, naja, geht so. Vom Gewicht geht fast in den Ultraleitbereich. Also 1,3 Kilo, also wunderbar. Ja, ja, ob das taugt, werde ich rauskriegen. Die haben auch Regen angesagt. Also das ist ein kleiner Härtetest. Bis später. Ach, ist das schön. Freue mich wahnsinnig. Ja, und das wird mein Setup für heute Abend, für die Nacht. Ja, ich habe das Gefühl, das ist schon ziemlich klein, das Einmannszelt. Also die Maße sind Länge, Breite, Höhe 210 cm, 90 cm, 90 cm. Ja, aber gefühlt ist das irgendwie kleiner. Ja, ich habe mir das Tarp noch aufgebaut, weil ich noch entspannt was kochen will. Und es kann sein, dass es schon anfängt zu regnen und ich will ja Komfort haben, zumindest beim Buschkraften. Ja, ansonsten der Aufbau ging sehr schnell und unkompliziert. Also ich habe das erste Mal gemacht und ja, so 5 Minuten gefühlt habe ich gebraucht. Gehen wir mal ran. Ja. So ein kleines Moskitonetz haben wir auch. Das ist sehr schön. Ja, ich habe, da hinten ist auch ein kleines Fenster, ein Belüftungsfenster. Hab mir sagen lassen, das ist sehr, sehr wichtig bei einem Einwandzelt. Werden wir sehen, was wir für eine Kondenswasserproblematik haben. Ja, ansonsten wie immer meine Thermarest X-Lite und meinen Sommerschlafsack, den Carinthia Eagle. Ich denke, das ist ein gutes Setup. Ja, und was gibt es? Natürlich Chili con Carne. Lecker. Bis später. So, ganz ehrlich, das ist genau das, was ich brauche. Einfach mal ein bisschen runterkommen und entspannen. Guten Appetit. Ja, zum Wohl, ihr Lieben. So, es ist kurz vor 21 Uhr. Wird es dunkel. Zeit für die Haier. Und es ist soweit.
Ich sag euch mal gute Nacht. Bis morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, es hat die ganze Nacht leicht geregnet. Und das Tunnelzelt Schwarzenberg war ja zur Hälfte von meinem Tarp überdeckt, weil ich ja hier abends mein Event gehabt habe. Und die andere Hälfte, die war die ganze Zeit dem Regen ausgesetzt. Also es gibt absolut keinen Unterschied. Das heißt, klar, das hält, kann den Regen ab. Ich finde das Zelt irgendwie gefühlt, also ich bin genau 1,80 Meter, doch ein bisschen zu klein. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nachts immer ein bisschen rumzappel. Also du kommst natürlich schon gegen die Wände und natürlich hast du ein Problem mit Kondenswasser. Ich finde das jetzt nicht übermäßig, ich kann damit leben, aber so... Ja, komfortabel ist es eben auch nicht. Aber gut, was will man erwarten? Es ist in jedem Fall ein praktisches Zelt, auch ein cooles Zelt durch die Flecktarnfarbe. Fazit kann ich jetzt eigentlich schon sagen, für größere Trekkingtouren halte ich das Teil nicht für geeignet. Ne? Also da ist mir das Packmaß zu groß, das ist, hat eine Länge von über 60 cm, das musst du erstmal verstaut kriegen. Und ja, ich denke, man sollte dann doch eher in Richtung der, ja, der 10 bis 12 mal teureren Trekking-Zelte denken, die dann auch, sage ich mal, zweiwandig sind und ein bisschen größere Abmessungen haben, ne? Das in den Apfel wird man wohl beißen müssen. Aber wenn man, sage ich mal, so eventmäßig so mal für ein, zwei Tage im Wald ist, kein Problem, das Ding macht Spaß und so möchte ich dieses Tunnelzelt Schwarzenberg eben auch betrachten. Ja, es ist Vatertag, ich werde mir mal ein leckeres Frühstück machen. Bis später. Ja, und was gibt's zum Frühstück? Schönes Brot, einen schwarzen Kaffee und Rührei mit Speck. Guten Appetit. Ja, und ganz wichtig am Vatertag, den Jägermeister nicht vergessen, ja? Medizin des Waldes. Ja, ich bin gerade beim Aufräumen des Lagers und da ist mir doch was aufgefallen und zwar beim Schlafsack. Ich habe ja schon gesagt, dass ich in der Nacht immer wieder an die Zeltwand gestoßen bin. Ja, und das ist das Ergebnis, ne? Das, da hat sich mein Schlafsack mit Wasser vollgesaugt. Gott sei Dank ist es ein Kunststofffaser-Schlafsack von Carinthia. Der verzeiht einiges und wärmt trotzdem. Aber bei einem Daunenschlafsack hätte ich definitiv eine Trekkingtour abbrechen müssen. Ja gut, dass ich das Tunnelzelt getestet habe, MFH Schwarzenberg. Das ist nichts für Trekkingtouren. Da muss ich in eine andere Richtung denken. Ich muss mir die Preisklasse angucken, 10 bis 12 mal teurer. Die sind ein bisschen größer, sollten nach Möglichkeit doppelwandig sein. Dann habe ich das Problem auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, was will man erwarten? Das Set kostet rund 35 Euro. Das Ding macht Spaß. Also bitte ja, nicht falsch verstehen. Ja, ihr Lieben, also mir hat zum Vatertag mein Overnighter, mein Bushcraft Camp inklusive Test eines neuen Zelts sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube,
ich sollte das zu einer kleinen Tradition werden lassen. So, hier waren gerade die Wildschweine. Ich denke, ihr seht das ja auch. Ja. Ja, vielleicht noch der rechtliche Hinweis. Ich habe das Zelt mit meinem eigenen Geld bezahlt. Es wurde mir nicht irgendwie von irgendjemandem zur Verfügung gestellt. Ich möchte mit dem Video lediglich meine eigene Meinung bekunden. Wie gesagt, ich halte das Zelt für okay und man muss ja immer den Preis auch sehen. MFH ist eine Marke der Max Fuchs Gruppe aus Deutschland. Das ist ein Großhändler und da gibt es auch so Marken wie ja, Fox Outdoor fällt mir da ein. Und das geht immer alles über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und auch das Tarp, was ihr gesehen habt, das ist auch vom selben Händler. Also ich glaube auch von MFH, Preis habe ich nicht mehr im Kopf. Irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Und das sind natürlich super Preise. Ja, und das muss man eben bei so einer Bewertung immer mit im Auge behalten. Ja, also wie gesagt, die Produkte sind okay, ich werde die weiterhin verwenden, aber es muss ja auch so sein, wenn ein Zelt 400 Euro kostet, dass das um Welten besser ist als ein Zelt, was um die 35 Euro kostet. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. So, also ich werde auch in dem Bereich mal was testen, das dauert aber noch ein bisschen, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich werde hier noch ein bisschen durch das schöne, geliebte Brandenburg wandern. Wünsche ich euch was. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.